Ja, ich fahre jetzt für 2 Wochen außer Landes und I'm back. Ich bin tatsächlich 19 Jahre alt geworden in den letzten Tagen. Ja, dazu habe ich mal ein kleines Special vorbereitet für euch, damit ihr auch ein bisschen was zum Gucken habt an diesem festen Tag. Fokus? Ja. Hallo? Heute wollte ich euch. Ja, drücke ich den blauen Knopf oder drücke ich den roten Knopf? Ja. Schwere Frage. Der blaue Knopf sieht sehr vielversprechend aus. Rot ist böse, rot ist schon immer die Farbe für böse gewesen. Ja. Ich will ja nicht der Böse sein, der dann den falschen Knopf gedrückt hat, oder? Ja, komm, ich nehme den roten, das ist no risk, no fun. Ja. Möchtest du den roten Knopf drücken? Ja, los, roter Knopf. Ich weiß zwar, dass das eine falsche Entscheidung ist, ich bin mir schon total sicher, dass das der Zerstörerknopf ist, aber shit happens. Die ultimative Waffe ist wie eine Blume aus dem Boden gesprossen und steht nun in voller Blüte. Du weinst? Ja, du weinst ja, warum? Pokémon dürfen nicht mehr existieren. Sie sind wundervolle Geschöpfe. Menschen und Pokémon sind Hand in Hand gegangen und haben zusammen so viel erreicht. Aber genau deshalb werden Pokémon unweigerlich als Werkzeug zu streiten und rauben benutzt werden. Das reicht jetzt. Du kommst zu spät. Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Knack. Was passiert? Schuhe, Hose. Oh, eine Nahaufnahme von mir. In Form eines Y. Übertreib ruhig. Epic Fail. Gut, Lenny Fikates, wir sehen uns wieder. Weltall wurde deinem Team hinzugefügt. Ich hole das legendäre Pokémon zurück. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Oh. Pokémon kam. Eine Herausforderung von Team Flair Boss Flodilis. Noch eins, Mishu wird von Flordelis Team Fairboss eingesetzt. Das ist doch meine Armee.
Tja, siehste, jetzt ist alles aus. Fantasielose Menschen ohne Vision verpesten die Welt und berauben sich jeglicher Hoffnung. Aber zum Schluss werde ich euch die Kraft zeigen, die der ultimative Waffe noch verblieben ist. Nesibel, Senna, nichts wie weg hier! Servus! Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englodim, zu einem neuen Part Lego Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst. Endlich ist es wieder soweit, ich spiele Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Juhu! Letzte Woche habe ich es glatt verdrängt. Hier ist eine tiefe Schlucht, da darf ich nicht reinfallen. Geht ja gar nicht. Da müsste ich schon drüber hüpfen. Röhrdruide. Was? Der kann wirklich nicht hüpfen. Der kann nicht hüpfen. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Röhrdruiden können wirklich nur so schnell laufen und nicht hüpfen. Das ist, boah, lohnt sich auf jeden Fall. Rot, grün, gelb, blau. Also hier unten mal. Rot, gelb, was? Ja, ich bin mal wieder auf dem spannendsten Game, das es überhaupt im Internet gibt. Agar. Ich spiele als erstes hier mal als Zwergenfürst LP und werde dann heute mal ein paar Skins ausprobieren, ein paar öffentliche Skins, die es hier gibt. Ja, würde ich mal sagen, los geht's erstmal mit der ersten Runde. Machen wir mal ein bisschen Musik an. Gut. Donald Trump! Hey. You are broke. It's clear. My English is not the best. Really. Feed his team! Chuck Norris! Das ist Chuck Norris! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, er kommt und frisst mich. Schwere Frage, der blaue Knopf sieht sehr vielversprechend aus. Rot ist böse, rot ist schon immer die Farbe für böse gewesen. Ja. Ich will ja nicht der Böse sein, der dann den falschen Knopf gedrückt hat, oder? Ja, komm, ich nehme den roten, das ist no risk, no fun. Ja. Möchtest du den roten Knopf drücken? Ja, los, roter Knopf. Ich weiß zwar, dass das eine falsche Entscheidung ist, ich bin mir schon total sicher, dass das der Zerstörerknopf ist, aber shit happens.